Murders at Cardiff Manor. Eins der schlecht laufendsten Sets aller Zeiten. Fast so schlimm wie Crimson Vow. Und wir machen einen Collector-Display auf, das mir zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar habe ich das Collector-Display bekommen vom lieben Fabi aka Liplap1. Ihr könnt meine Videobeschreibung schauen. Dort sind Instagram und Cardmarket verlinkt. Dort könnt ihr den lieben Fabi auch anschreiben. Alle Karten, die ich hier öffne, werden bei ihm auf dem Cardmarket-Account wahrscheinlich landen oder zumindest ein Großteil davon. Und wenn ihr hier irgendwas seht, was ihr haben wollt, schreibt ihn an, fragt ihn, sagt ihr, kommt von mir. Ist ein netter Dude. Und ja, da ist auf jeden Fall diese Unterstützung von seiner Seite aus, von meiner Seite aus dankend angenommen, also von seiner Unterstützung aus seiner Seite, die von meiner Seite aus angenommen wird, wurde zwar sehr dankend angenommen. Vielen lieben Dank von meiner Seite auch mal an dich, dass ich das machen darf. Wir gucken uns heute Murders at Cardiff Manor Collector Booster an. High Profile Case. Naja, ist halt so. Dementsprechend, ja, gucken wir mal. So. Dann haben wir diese wunderschöne Aufreißlasche, die wirklich, wirklich ätzend ist. Naja. Top da. Ich weiß auch nicht, wie die Reihenfolge ist. Okay, die Reihenfolge ist andersrum. Das ist nicht verkehrt. Commercial District, dann eine Karte aus dem Commander Deck. Connect the Dots, noch ein Undercity. Und dann kommen die Commons und Uncommons. Pompöser Prahlhans. Eine Karte, die wir bekommen haben als Preview-Karte von Radio Ravnica, vom Podcast, den ich mit dem lieben Gamery zusammen mache. Und ja, dementsprechend gucken wir mal. Aber ich mache die jetzt weiterhin so rum auf. Wir haben Isoni. Muss dabei auch mal gucken, ob da eine Dingschrift ist. Ensemble or Players, auch sehr gut. Unexpected Absence, nicht Ding. Hunted Tostani. Oh Gott. Seht ihr das? Die Karten sind richtig krumm und richtig. Mal gucken, ob ich den Fokus irgendwie da drauf bekomme. Na, komm. Seht ihr das, wie kaputt oben die Karten sind? Oder hier an der Seite? Alter, das ist ja richtig bitter. Wow, die Länder. Seht ihr diese Ränder hier? Alter, was ist denn das? Das ist ja richtig mies ausgeschnitten. Das sieht richtig scheiße aus. Wo kommt denn das her? Made in Japan. Alter. Erstens, boah, die stinken richtig übel. Boah, japanische Karten stinken richtig übel. Und zweitens sind die richtig schlecht verarbeitet. Ich meine, ich habe die gerade aufgemacht. Seht ihr das? Boah, das ist... Das tut mir schon leid. Also... Ja, ich weiß nicht. Die in Foil. Fast. Die in Foil müsste ich noch haben. Der Licker war ab. Da sind Add Up. Sumpf. Case. Oh, so cool. Aber ja, das mit der Qualität von den Karten finde ich irgendwie weird. Dementsprechend aufmachen. Clue. Hier haben wir was. Seht ihr das? Das ist die unsichtbare Tinte und man fühlt sie auch. Es ist wirklich wie so ein Feeling darüber. Ja, finde ich weird, aber sehr cool. Und auch ganz cool. Ja. Finde ich nice. Aber hier eine Ding-Ink-Karte. Finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Aufmachen. Thunderous Fall. Fast daneben. Rage Mother. Das ist der Bär. Sehr cool. Aber auch hier echt viele. Hier ist übrigens die andere Karte, die wir auch bekommen haben. Case of the Burning Mask. Ja,
Rup. Wow. Der ist cool. Doorkeeper Thrall in Foil in diesem anderen Special Treatment. Sehr, sehr cool. Renekt the Trime. Layla of the Guild Pact. Yaos. Makeshift Binding. Auch sehr cool. Mountain. Dann hier noch ein paar Foil-Comes und Uncomes, die man im Set nicht unterschätzen kann und muss. Ja, dementsprechend mal gucken. Showhotel. In Foil. Full Art. Nice. Hier sind Special Guests drin. Hatten wir einen Special Guest bei uns in dem. Wir hatten keinen Special Guest bei uns in dem Playboostern drin, oder? Oder habe ich den übersehen? Ihr könnt mir mal schreiben, wenn ich ihn übersehen habe. Ich meine, wir hätten keinen drin gehabt. Und hier haben wir jetzt einen Show and Tell. In Foil. Na, Aurelia. Expert 12, Cryptic Code. Alligator. Cases on. Und dann so ein paar Comes und Uncomes. Ja, ich habe keine Ahnung, was ein Show and Tell in der Hinsicht wert ist, ehrlich gesagt. Ja, keine Ahnung. Protein Performance, Audience of Tristani, Ransom Note. Die wird auch öfter mal genannt als eine gute Karte vielleicht für Legacy, weil man sie halt aus dem Ursas-Saga rausholen kann. Aber ich bin mir da nicht sicher. Case, Meddling Youth und Kram. Den habe ich jetzt auch in grün und in weiß, habe ich mal gepostet. Pick a Poison, ganz gute Karte, tatsächlich. So, wir sind halfway. Halfway there. Nee, bisschen mehr als halfway. Wir sind schon einiges tief drin. Wir haben noch einen Yavuz, Raw of the Old Gods und Hedgemaze. Blau-grün. Was machst du denn? Creature Card from Opponents, Graved under Controller, mit der Duty Counter. It is goaded, can't attack you or permanent your control. Ach, wir geben den Gegner eine Kreatur zurück. Was ist das denn für eine Instant-Karte? Spannend. Rage. Oh mein Gott. Frantic Scapegoat. Ist sie hübsch. Ist sie hübsch. Undercity Eliminator. Ja. Eine Menge Vollkampfs und Ankampfs bekommt ihr wieder. Nachdem sie jetzt die Playbooster halt revolutioniert haben, muss ich sagen, denn die Collector-Booster, es muss am Set liegen. Doppelgänger, einmal mit Jace the Mind Sculpture tatsächlich dabei. Ganz cool. Isoni, Kelp, No Witnesses, der Ferrofox, Fearway und Arrival, Planes und ein paar Foils und Non-Foils. Der Schock ist echt hübsch, by the way. Nur so am Rande. Gucken wir mal rein. So, und Argus Kurs, Spirit of Justice. Argus Kurs, hier eine sehr coole Karte. Lazav, auch sehr cool. Hab ich jetzt in allen drei Artworks gezogen gesehen. Feather in Full Art. Not Foil, but Full Art. Da wird sich auf jeden Fall jemand freuen. Cryptex, Aurelia, Law Both. Richtig starke Karte. Murder, Expose. Noch ein Noviz-Inspektor. Not bad. Letztes Booster. Letzte Chance auf Delny. Delny? Ich glaube, sie heißt Delny. Ich hätte gerne Delny in normalem Artwork, in Foil. Das wäre ein bisschen mein Traum. Fast. Planeswamp ist leider nicht das, was ich gerne hätte. Fast. Es ist so knapp dran. Doorkeeper Thrall. Auch nicht schlecht. Hier ist noch so ein komischer Spirit, der wiederkommt. Und man kann Charge Counter von dem runternehmen. Eine Kreatur. Egal. Okay, Treacherous Greed, Case, Arrival, Murder, Swamp und Kram. Ja, das war das Collector-Display. Ich glaube, es war okayisch für ein Collector-Display, also für das, was es ist. Für das Collector-Display des schlechtesten Sets 2023, 2024. Egal, wie schlecht die nächsten Sets werden, so schlecht kann sonst kein Set werden. Hoffe ich. Für Wizards und für uns. Und, dementsprechend. Wenn ihr mich unterstützen wollt, Daumen nach oben, abonnieren, Like da lassen, den ganzen Kram. Wenn ihr den lieben Fabi unterstützen wollt, dafür, dass er mir das hier zur Verfügung gestellt hat, ich das aufmachen durfte, für euch ein Video produzieren durfte, dann guckt mal unten in die Videobeschreibung.
Dort findet ihr seinen Card Market und sein Instagram. Dazu, wenn ihr mich monetär unterstützen wollt, wie diese coolen Personen hier, dann könnt ihr mir bei Patreon einen kleinen Obolus zuwerfen. Und mit diesem kleinen Obolus kann ich dann coole Sachen machen. Und ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen, bis hin zu eine Menge mehr, und dann kriegt ihr auch irgendwelchen Kram zugeschickt und so. Und ja, vielleicht könnt ihr mal reinschauen, vielleicht ist das was für euch. Wenn nicht, wie gesagt, Daumen nach oben, abonnieren und so weiter, auch sehr, sehr gut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.